Hey ho, meine Lieben. Und jetzt machen wir den Spießbraten. Fleisch habe ich von der Metzgerei Griner hier gleich ums Eck geholt. Ein schönes Stück Schweinerücken. Ein kleines. Ich habe zwar Besuch da, aber der hat sich gerade einen Döner-Teller geholt. Aber egal, wir gehen rüber, legen los in meiner kleinen, neuen, feinen Küche. So, worin machen wir das Ganze und auf was für einen Spieß? Auf so einem kleinen Minispieß? Der ist einmal angespitzt, aber wird funktionieren, bin ich mir sicher. Hähnchen kann ich halt bloß ganz kleine drauf machen und die Maschine dazu steht hier. So eine Heißluftfritte habe ich mir eben zugelegt, ein paar elektronische Programme mit drin und was halt geil ist, Drehspieß mit drin und das Ding verwenden wir jetzt. Ich kann jetzt gar nicht den Hersteller sagen. Was war denn das? Wo liegt denn der Karton, Mensch? Smart Kitchen XXL Heißluftfritteuse. So, jetzt habe ich mir die Zunge abgebrochen. Ja, die habe ich eben stehen sehen und habe mir gedacht, das Ding gefällt mir. Ich wollte mir eh eine kleine Fritte holen für die Pommes. Und naja, mit der Grillfunktion ist das eine geile Sache. Gut, dann geht hier unten am Brett weiter. Und wir schneiden erstmal den Braten auf. Ich nehme hierzu mein gutes altes Spieß- und Rollbratengewürz von Gewürze aus aller Welt. Ein bisschen Ananas zum Füllen. Und einen Käse habe ich heute doch auch eingekauft. Genau, da ist er. An Gouda, den stopfen wir auch mit rein. Dann habe ich hier einen Küchengarn. Und hoffe, dass ich irgendwo den Anfang finde. Naja, schau mal, ob du den Anfang irgendwo findest. In der Mitte aber rausziehen. Ja, zwei Dönerbrote für nachher zum Dazuessen. Barbecue-Soße irgendwas. Und ja, dann holen wir mal die Stückchen hier raus. Und das werde ich jetzt schauen, dass ich sauber aufbrenne. Dass wir das schön rollen können. Hm. Naja, fangen wir halt einfach mal an hier. Könnte ich so, ja, fangen wir so an. Naja, das wird schon gehen. Boah, das ist aber noch ein dicker Fladen. Muss jetzt funktionieren. Hätte ich ein bisschen weiter runterschneiden müssen. Und dann nochmal. Aber das geht schon. Das geht schon irgendwie. Also viel Füllung werden wir ja eh nicht reinbringen, weil ich werde den so zusammenrollen. Und ich schneide den so nochmal ein und klappe den so nochmal auf. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Dann kriegen wir noch ein bisschen Gewürz. Ne, ich mache hier eine Tasche rein. Leute, ich mache hier noch eine kleine Tasche rein. Dann können wir da nämlich noch Ananas und Co. reinstecken. Das muss reichen. Und dann tun wir das ganze Ding erst einmal würzen. So, dalle, weiter geht's mit der Ananas. So.
müssen wir natürlich jetzt so reinlegen, dass man das ganze Ding noch sauber rollen kann. Halbwegs. Du machst schon Ananas, oder? Ja. Okay. Gerne. Darf ich einen Rosenkohl dazu machen? Ja, gerne, aber den musst du essen. Käse. Ein bisschen Käse innen rein. Und wie heißt es? Video Spießbraten Typ Hawaii. Ganz einfach. Aus der Heißluftfritte. Und da das Ding ja auch die Grillfunktion hat, ist es auch grillen. Dann probieren wir das ganze Ding jetzt irgendwie einzurollen. Weil es soll ja ein Spießbraten, ein eingerollter Spießbraten sein. Nein. Ja, und dann werde ich schnüren anfangen. Muss ich selber jetzt schon wieder überlegen, ist schon wieder eine ganze Weile her. So, dann einmal um. Einmal durchziehen wieder. Anziehen, man kann es noch ausrichten, dass es richtig schön wird. Und dasselbe Spiel gleich nochmal. Das Ganze jetzt nach Möglichkeit noch zweimal von der Seite. Wird bloß einmal gehen. Schnur zu kurz. Einmal kreuz und einmal quer. Wir haben unseren Spießbraten fertig. Ja, sollte gerade so schön drauf gehen. Müssen wir bloß hier das Ding hier noch rein kriegen. Ach, im Übrigen, die Zange habe ich auch schon da liegen. Falls ich sie brauchen werde. Die gute alte Bekannte, nachher dann zum Aufmachen, wenn wir wieder rausholen. Und jetzt gehen wir rüber zum Gerät und schauen uns das einmal noch genauer an. So Leute, wenn ich das jetzt richtig begriffen habe, einschalten. Wir wollen eine Temperatur von 120 bis 130 Grad haben. Gehen wir auf 125. Dann tun wir erst einmal vorheizen. Und dann lassen wir ihn erstmal vorheizen und wenn wir dann unsere Temperatur erreicht haben, ja, wucht mal den Spieß da rein und dann lassen wir drehen. Leute, ich erzähle und erzähle und erzähle und stelle fest, dass die Aufnahme nicht läuft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich vorher schon aufgenommen habe. Also, ich habe mit diesem Halter jetzt den Spieß hier rein auf eine halbe Stunde eingestellt bei 125 Grad. Der Spieß dreht sich und ich weiß nicht, wie gut man es jetzt auf dem Display sehen kann, weil es halt doch sehr spiegelt. Ja, so könnte es gehen. Ja, und mit den Thermapen kontrollieren wir nachher dann erstmal die Temperatur. Wir wollen so eine Kerntemperatur von 65 bis 70 Grad haben auf alle Fälle beim Schweinerücken. Und ja, lassen wir mal das Gerät arbeiten. Ich habe auch noch Zusatzteile dabei, so Gitter, da kann man dann dörren. Und na komm raus, ja, so eine Dock. Trommel habe ich auch dabei für die Pommes. Gut. Lass mal das Gerät arbeiten und schauen wir nachher einfach an, ob es was geworden ist. So, eine Minute steht noch dran. Jetzt messen wir gleich einmal die KT.
Und dann entscheiden wir uns. Ja, noch viel zu wenig. Noch viel zu wenig. 40. Ja, knapp. Dann gehen wir hier gleich einmal mit der Zeit wieder hoch. Und machen noch mal eine halbe Stunde. Ja, und gehen vielleicht mit der Temperatur auch noch um 5 Grad hoch. Aber ausziehen hat er schon gut. So, das Ding hat gepiept, ist ausgegangen. Hui, buh. Oh ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Was haben wir jetzt gerade? 60. Ah, oh, 66. Was haben wir gesagt, wollen wir? 70, der zieht nur nach. 65. 65. Wir geben noch eine Viertelstunde, 20 Minuten dazu. Und ja. So Leute, wir haben es geschafft. Die Temperatur ist erreicht. Dann nehmen wir den Yoshi hier gerade raus. Und wenn er denn rausgeht. Ey, der sieht ja mal richtig gut aus. Und legen ihn hier rüber. Ja, Stapelmasse. Und dann schalten wir das Ding nochmal ein und machen hier am Brett weiter. Schaut euch das Gerät an. Also ich finde, der sieht richtig gut aus. Klein und fein. Und ja, jetzt muss ich es doch zugeben. Also eins vermisse ich jetzt doch. Ja. Aber egal. Ich kann das Fleisch auch selber schneiden. So, die Dinger werden nachher gleich eingeweicht. Die Fleischgabel muss ich mir noch organisieren. Leute, also ich würde mal sagen, das sieht richtig geil aus. Mein Besuch kriegt gleich das große Stück. Das ist eh so ein kleiner Fräspopel, habe ich das Gefühl. Schön Dönerbrötchen dazu und ich schneide mal hier jetzt direkt ein Stückchen weg. Und tu gleich ein Probiererle machen. So Freunde, dann schneiden wir hier mal ein schönes Stückchen weg. Und genau das schiebe ich mir jetzt in den Hals. Jo, dann probieren wir mal. Richtig lecker. Klar, das Raucharoma vom Grill fehlt halt jetzt. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich sowas mache, werde ich gleich noch ein Liquid Smoke dazu. So ein ganz klein bisschen, ein paar Tropfen drüber streichen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das nicht so richtig geil noch hinkriegen. Aber das ist schon lecker. Definitiv gegrillt, auch wenn es in der Heißluftfritte war, mit Grillfunktion. Mhm. Ja. Dazu das Dönerbrötchen und der Barbecue-Soße und gut ist. Stefan, wie schmeckt es dir? Wunderbar. 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 Mhm. Der ist schon fleißig am Spachteln. Und in diesem Sinne, es funktioniert. Ich kann auch am Spieß grillen, Herrin. Yeah. Ein Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ein nettes Kommentar. Abo, wenn ihr schon deabonniert habt, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Weil, wie gesagt, es geht weiter auch mit Grillvideos. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski. Und natürlich
Neue Abonnenten sind auch gerne gesehen. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.